Bahnen etwas tut und ich bekenne mich zu den Regionalbahnen und kämpfe natürlich für die Erhaltung, Verbesserung, aber jetzt vor allem einmal um die Erhaltung der Bahnen. Ich brauche Ihnen nicht erklären als Fachpublikum, welche finanziellen Nöte wir hier haben und dass ja im nächsten Jahr die österreichischen Bundesbahnen sich bedauerlicherweise von den Regionalbahnen zurückziehen würden, wenn wir nicht die Infrastruktur neben der Bestellung mitfinanzieren. Wir sind gerade intensiv in den Verhandlungen mit den Bundesbahnen ein entsprechendes Erhaltungs- und Sicherungspaket abzuschließen, denn jede Bahn, die geschlossen wird, ist für die Zukunft ein Riesenproblem und viele sind ja nicht aus dem Salzkammergut, die heute hier sind. Der ehemalige Bundeskanzler Klaus wurde mal gefragt, was denn sein größtes politisches Versagen war, was sein größter politischer Fehler war. Darauf hat Klaus als ehemaliger Landeshauptmann von Salzburg geantwortet, das Schließen der Ischlerbahn. Und wenn man sich heute die Verkehrssituation in Salzburg ansieht, ist die Stausituation noch dramatischer als in Wien. Hätte man die Ischlerbahn noch, würde sie natürlich wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssituation in Salzburg beitragen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Linz. Hätten wir die Florianerbahn noch, dann hätten wir natürlich auch jetzt Stadtteilgebiete in Linz aufgeschlossen, die wir jetzt schwierig mit Straßenbahnlösungen überdenken. Und wir haben, meine Aufgabe ist nicht nur die Bahnen zu erhalten, wo ich mich klar dazu bekenne, es ist die Schiene, die Zukunft, der Hauptträger des öffentlichen Verkehrs, neben vielen anderen Bereichen natürlich, aber das ist die Schiene. So wollen wir ja in Linz ein wirklich großes Projekt angehen und es ist wahrscheinlich auch die letzte Chance, weil ja die technischen Vorschriften, Rechtsvorschriften und alles immer komplizierter wird, so wollen wir endlich die Mühlkreisbahn zum Hauptbahnhof durchbinden, natürlich irgendwann elektrifizieren, dann weiter durchbinden auf die Lila und die Lila erweitern dann bis Aschach. Wenn man sich also die Kostenstruktur dann ansieht, was hier passieren wird, wir sind enorme Herausforderungen, vor allem auch die Wünsche der Stadt Linz, die wollen natürlich unterirdisch fahren, damit wird es noch einmal ein wenig teurer. Wir werden dort, so wie hier im Übrigen vor über 100 Jahren bereits geplant, ursprünglich als 3-Schienen- und dann 4-Schienen-Lösung auch in Linz fahren. Wir haben ja die 1435 mm Bahnspur bei der Mühlkreisbahn und die 900 mm Spur der Linzer Straßenbahn. Und wir würden dann, wenn man sich die Bahn vorstellt, von Eibenschlegel kommend, Rohrbach, Rotteneck nach Linz herein, Mühlkreisbahnhof, dann bis dort zum Mintbauer. Dann wird die neue Brücke, die bereits statisch so vorgesehen ist, dass auch die Bahn darüber fahren wird, doppelt genutzt werden. In einem 4-Schienengleis die Straßenbahngleise innerhalb des Bahngleises liegen, dann bei der Tabakfabrik ab, also vor der Tabakfabrik in den unterirdischen Bereich gehen, dann bei der beim ORF würden wir uns trennen, da geht es dann der Zug, die Stadtbahn, so wie wir sie nennen, weiter dann Richtung Hauptbahnhof, fahren dann in den Hauptbahnhof oben am Bahnsteig 121, ist bereits untersucht, wir können dort also mit 2 Gleisen hineinfahren und die Straßenbahn würde weitergehen bis zum Bulgareplatz und irgendwann in weiterer Zukunft wird dann die Lilo erweitert und soll dann die Lilo durchgebunden werden, immer am liebsten von Aschach, Everding, Leonding, Linz, Urfa und hinauf ins Mühlviertel. Die eine Achse. Die weitere für uns ganz wichtige Achse ist dann Bregatten-Gallner-Kirchen, wo wir die Stadtbahn ebenfalls in Normalspur Richtung Bregatten fahren wollen. Da haben wir lange überlegt, welche Spurweite, aber durch die problematische Situation und der Breite wollen wir doch mit der Normalspur fahren, insbesondere weil wir damit in den Hauptbahnhof hineinfahren können und damit die Umstiegsrelationen am Hauptbahnhof verbessern können. Wir bringen sehr viele Gäste und Bahnkunden über die S-Bahn, die immer mehr angenommen wird, nach Linz zum Hauptbahnhof. Aber die umsteigen wollen und zur Straßenbahn in den Keller müssen, stellen fest, dass die Straßenbahn aus Traun, also eine Volksgeschichte, fast 7 Millionen Fahrgäste im letzten Jahr, sage ich nur, die Straßenbahnen überfüllt sind und dort nicht mehr viel machbar ist. Deswegen müssen wir die Umstiegsrelationen auch hier ändern. Und dann wird es dann so sein, dass man vielleicht von Leonding dann direkt an die Universität oder weiter nach Gallnerkirchen mit der Stadtbahn fahren könnte. Das heißt, ich habe verschiedene Durchbindungsrelationen mit entsprechenden Umstiegsmöglichkeiten und würde bahnmäßig Linz optimal erweitern. Darüber hinaus planen wir auch noch die Straßenbahn nach Kremsdorf, Rettingsdorf
zu verringern. Das wird dann passieren, wenn wir eine neue Autobahnauffahrt haben und dort ein Umstiegszentrum eigentlich machen werden, wo wir Büren bauen, wo wir die Autobahn, die B139, haben und damit den gesamten Geschäftsverkehr, der von Süden, von der Bürenbahn und all dem Bereich Neuhofen an der Krems kommt, Richtung Heidcenter und Richtung Plus City, nicht über den Bahnhof erst Linz ablenken, sondern bereits dort auffangen, dass die Menschen hier eine Möglichkeit bekommen. Neben den großen Investitionen, die wir bei den neuen Strecken haben, haben wir natürlich die Modernisierungs- und Attraktivierungsoffensive, wie etwa die Elektrifizierung der Mattigtalbahn oder der Donauuferbahn oder andere Bereiche. Ich sage, leider habe ich noch nicht die Möglichkeit, dass ich das alles auf die ganz Schnelle organisieren kann, aber wir kämpfen darum mit einem Plan, wo es wirklich um sehr viel Geld geht. Es geht nicht von heute auf morgen. Infrastrukturprojekte, brauche ich Ihnen nicht sagen, brauchen viel Zeit. Die morgige Eröffnung wurde bereits im Jahr 1904 bereits in einem Fahrplan einmal historisch belegt, dass sie damals geplant wurde, hat etwas besonders lang gedauert, aber vielleicht sind die Dinge, die besonders lang dauern, auch von besonderer Zukunftsnachhaltigkeit und das hoffe ich auch. Also wir in Oberösterreich werden die Bahnen erhalten, werden versuchen, die Bahnen zu attraktivieren und werden, glaube ich, auch in ihrem Sinn für Klima und für den öffentlichen Verkehr uns einsetzen. Und wir werden hoffentlich auch das Geld erstreiten, von wem auch immer, von Wien, Brüssel oder wer auch immer noch in Geld hat, Klimaschutz oder sonst wo andere Ressorts. Wir sind hier wirklich, haben keinen Genierer, wir nehmen von jedem Ressort zusätzliche Mittel und ich bin dankbar, wenn ich hier Unterstützung bekomme. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Tagung und ich hoffe, Sie haben morgen mit der Eröffnung am Traunsee viel, viel Freude. Dankeschön. Sie haben ja den ersten Teil verpasst, das heißt, Sie wissen noch gar nicht, dass Sie auch ein Geschenk bekommen. Sie bekommen von uns ein Liebstadt-Herzl aus Gmunden. Das soll einerseits ein Dankeschön sein für dieses nicht selbstverständliche Projekt, das jetzt zum Abschluss kommt. Andererseits soll es daran erinnern, dass man die Zeit in der Stadtregiobahn nutzen kann, um an seine Liebsten zu denken. Und die Fahrradklingel gibt es dafür, sanft mobil. Das kann man auch mit dem Fahrrad verlängern, diese Achse. Daran soll das erinnern. Dankeschön.